Hallihallo ihr Lieben, heute wieder aus dem Bastelzimmer von Ostfriesland. Ihr hört's vielleicht, mich hat die Erkältung erwischt, war ja auch klar, irgendwann muss das ja mal bei mir auch passieren. Deswegen mache ich heute einmal wieder ein Video ohne Gesichtsaufnahme, denn wer wird schon verquollene Augen und eine rote Nase sehen? Wir basteln heute aus dem gegebenen Anlass auch eine schnelle Karte, die ich trotzdem wunderschön finde. Was ihr dafür braucht, ist folgendes Farbschema. Zumindest werde ich das heute verwenden. Das ist Amethyst, Fräsin, Lisa und Waldmoos. Des Weiteren werde ich verwenden folgende Stempelsets. Das ist einmal das Sending with Love. Da werde ich diesen Stempel hier nehmen. Und das Painted Lavender. Das ist das. Außerdem werde ich noch unsere Basics hier verwenden. Das sind die, Moment, ich kann es genau beziffern, die Caudal Basics im Set. Da gibt es insgesamt 5 Farben. Die finde ich auch super gewählt, weil die kann man zu jedem Projekt wirklich benutzen. Das ist eine sehr neutrale Farbgebung und das passt halt immer. Das werden wir nehmen. Dies werden wir uns auch einfärben. Ihr seht schon, ich habe vorgebastelt. Außerdem werden wir hier unsere Schmetterlingsakzente aus Papier nutzen. Und jetzt ist genug gequatscht. Jetzt wollen wir auch direkt loslegen. Wir haben einmal Farbkarton in Grundweiß mit den Maßen 21 x 14,5 in der Mitte auf der langen Seite bei 10,5 gefalzt. Ihr braucht einmal ein Farbkarton in Fräsienlila mit den Maßen 10 x 14 und einen Aufleger mit den Maßen 9,5 x 13,5. Und hier habe ich schon was vorbereitet. Das mache ich jetzt mit euch gemeinsam. Wir brauchen zunächst, mal ein Papier und wir müssen unseren Stempel hier benutzen. Das wäre jetzt hier dieser. Da ich den in Aquarelltechnik machen möchte, nehme ich mir hier unseren großen Block, nehme mir jetzt Fräsienlila und Amethyst in die Hände und werde mir das jetzt hier einmal aufstempeln. Von der Heideblüte brauchen wir nicht ganz so viel Abdrücke. Das ist schon sehr farbintensiv. Da braucht man das gar nicht. Da reicht das schon. Dann brauchen wir noch unseren Aquastift. Den habe ich schon gefüllt mit Flüssigkeit. Dann gebe ich jetzt erstmal hier oben und hier unten so ein bisschen auf und verwische das Ganze. Hätte mit dem Hellen anfangen sollen, aber wie das halt so ist. So, jetzt bringen wir das hier hoch und gehen jetzt hier in der Mitte, bringen wir das jetzt einfach nach oben. Und dann schauen wir mal, das Schöne ist, jetzt ist das jedes Mal ein anderer Abdruck. Und einmal abstempeln. Der war jetzt noch zu nass. Das macht aber nichts. Da gehen wir jetzt einfach ein paar Mal rein, stempeln das ab. Da ist mir ein bisschen zu viel Flüssigkeit reingerutscht. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Da müsst ihr ein bisschen hin und her probieren, bis die Abdrücke so sind, wie ihr die haben wollt. Das macht ihr insgesamt 2-mal, macht ihr das. Ihr seht schon, hier habe ich auch schon ausprobiert, also das geht. Da macht ihr 2 Stück von. Macht das jetzt mal, das ist ja nur eine Demo. Ne? Macht also so viele Abdrücke, wie ihr mögt, bis ihr das richtige so habt, wie ihr das haben möchtet. Und dann stanzt ihr die entsprechend einmal mit der
mit der Stanze auch aus. Wir haben ja das Produktpaket, da sind die Stanzformen Lavendelwiese bei, da ist dann auch die Stanze für den Strauß dabei. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr auch jetzt direkt das Waldmoos nehmen. Wenn ihr das fertig habt, und dann nehmt ihr euch die Stängel, die passenden dazu, und stempelt euch die ebenfalls zweimal ab. Und auch die könnt ihr mit den Stanzformen dann einmal ausstanzen. Jetzt nehme ich mir noch den einen Stempel aus dem anderen Stempelset, aus dem Sending with Love. Da gehe ich jetzt mit Amethyst rein und stempel mir das hier ebenfalls einmal ab. Und ich habe hier noch eine alte Stanze von Stampin' Up. Das ist eine 1/1 gewellte. Und damit stanze ich das jetzt aus. Ihr könnt das auch mit allen anderen Stanzen machen. Ob sei es, dass es Handstanzen sind oder Stanzformen. Das lasse ich euch. Ihr könnt es auch ganz einfach mit einem Zirkel ausmalen, wenn ihr keine Stanzen oder Stanzformen habt, und schneidet es dann mit Hand aus. Das geht natürlich auch. So, ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet, dass ich hier die beiden Stempel habe von den Blüten. Ich habe jetzt hier mein ganzes Gedöns und hier den Faden, den habe ich eingefärbt, und ich zeige euch jetzt auch wie. Nehmt euch davon einfach ein Stück, geht in das Amethyst, und ihr könnt natürlich auch das Fräsellila nehmen. Schaut, dass das ein bisschen über die Breite vom Stempelset geht, und dann nehmt ihr das euch in die Hand und zieht das so schön hier drüber, dass das sich einfärbt. Ne? Also das könnt ihr super mit dem Stempelset machen, mit dem Stempelpad. Also das geht richtig, richtig super. Gerade so an den Seiten nimmt das dann natürlich die Farbe ganz extrem schnell auf. So einfach ist das. Danach mache ich das dann immer so, dass ich da nochmal mit unserem Erhitzungsgerät drüber gehe, damit ich nicht ganz so bunt aussehe. Aber gut, das kann halt mal passieren. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich mir das hier jetzt einmal nehme, mir ein Matschpapier aussuche. Dann habe ich ja hier noch die Farbe. Da gehe ich jetzt noch mal rein mit Wasser und verwische das Ganze noch mal. So. Kommt, kann ruhig noch ein bisschen drauf. Und dann habe ich hier noch so einen Fächerpinsel, den verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das auf meinem Blog unter meine Tipps könnt ihr das dann sehen, oder meine kleinen Helfer. Das ist dann auch verlinkt in dem Blogbeitrag. So, und jetzt bringe ich das hier einfach nur ein paar Tropfen auf, und auch hier schaut ihr am besten, wenn es direkt einzieht, wie jetzt hier in diesem Fall, da braucht ihr jetzt nicht mehr mit einem Heißluftföhn drüber gehen. Das sieht ganz gut aus. Schaut immer mal, nehmt euch das in die Hand und guckt, ob noch irgendwo was nass ist. Das ist hier jetzt nicht mehr, dann kann also auch nichts passieren. Jetzt können wir hier das Fräsienlila auch schon einmal auf die Grundkarte aufbringen. Ich ziehe das Ganze noch mal mit dem Falzbein nach. Bringt euch das jetzt bündig zu allen Seiten einmal auf. Auch das könnt ihr jetzt schon aufkleben. Ebenfalls wieder bündig. So, und hier brauchen wir jetzt ein paar Dimensionals. Dann kann man das erstmal zumachen.
und bringen jetzt hier auf der Rückseite das Ganze einmal auf, beziehungsweise ich werde das jetzt erstmal hier so zusammenkleben. Und jetzt kommen da Dimensionals drauf. Zieht die Schutzfolie hier einmal ab. Jetzt müsst ihr natürlich noch das dazu rechnen, damit ihr jetzt wisst, in welcher Höhe ihr ablegen müsst. So. Und hier machen wir das genauso, dass wir uns jetzt erstmal jetzt hier übereinander legen. Und das Ganze einmal verkleben. Auch hier bringen wir dann jetzt noch Dimensionals auf. Ihr müsst dann mal gucken, ob das vielleicht zu groß ist. Hier unten ginge es jetzt. Da machen wir jetzt einen drauf. Und hier unten schneide ich mir einfach ein bisschen was von der Seite ab. Es ist dann schön schmal. Das lege ich jetzt hier einfach so ab. Genauso soll das aussehen. Dann machen wir, da haben wir jetzt noch unseren Schmetterling, der soll jetzt hier in die Mitte, aber das natürlich auch noch ein bisschen. So, dann bringe ich jetzt erstmal den Schmetterling da auf, wo er hin soll. Und ihr müsst ein bisschen gucken, bei den Schmetterlingen ist das so, dass die zwei verschiedene Seiten haben, ne? Also zumindest für mich. Da sieht man einmal teilweise noch so den Schnitt raus. Also das ist da ist so ein bisschen dunkler, so leicht savannemäßig. Und auf der anderen Seite ist es halt komplett weiß. Und ich mag eigentlich die Seite, wo man das leichte Braun noch so sieht. Das finde ich eigentlich sehr schön. Und das bringe ich jetzt hier auf. Ihr könnt auch die Flügelchen dann gleich noch ein bisschen nach oben biegen. Jetzt mache ich hier erst noch mal Glue Dots für das Schleifchen drauf. Und das drücke ich mir hier so ein bisschen zurecht. Lege mir das jetzt hier, diese kleine Wurst, einmal so auf und lege da jetzt das Schleifchen drauf. So. Und dann machen wir hier auch noch mal zwei Dimensionals drauf. Wer möchte, kann jetzt hier auch noch die Schmetterlinge in Mattmessing aufsetzen. Das passt natürlich ganz prima. Oder ihr könnt auch hergehen und die Schmetterlinge hier raus aufkleben, aufstempeln. Ich nehme jetzt mal hier noch so kleine Matt-Akzente. Und ihr seht, es ist eine schnelle Karte, aber ich finde die halt auch richtig, richtig angenehm, weil die versprüht ein bisschen Sommer, die versprüht gute Laune und ist halt auch mal schnell gemacht für die Notfälle im Leben. Wenn man mal schnell eine Karte braucht, ist das eine perfekte Lösung. Ich hoffe, ihr hattet heute eine Menge Spaß, auch wenn ich ein bisschen durch die Nase rede.
und vielleicht nicht in Höchstleistung bin, aber ich dachte mir, ich möchte das Video nicht ausfallen lassen, sondern euch eine schnelle Karte zeigen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß. Ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Dann gibt es das nächste Projekt und ich freue mich schon auf euch. Macht's gut, bis dahin. Bleibt gesund und munter und bis bald. Tschüss!